Willkommen zur 13. Folge der Let's Play-Serie. Wir sind am Ende von Kapitel 2. Guck mal gleich hin, mir ist eben noch aufgefallen, hier ist mir fast noch was durchgerutscht. Wir haben nämlich hier so viele Lager zuletzt gebaut, dass wir hier jetzt gerade eine Arbeitskraft zu wenig haben. Das ist natürlich übel, aber jetzt, ich glaube, ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Solange hier keine Unfälle irgendwo entstehen, ich denke, das ist hier so das Auslösekriterium. Müsste das eigentlich klar gehen. Mehrfach schon erwähnt, aber nur kurz für einen, der vielleicht vorher nicht alles gesehen hat, solange man es halt hier schafft, in der gesamten Station überall die Bedingungen auf optimal zu halten, sollte es keine Unfälle geben. Und wenn es denn keine Unfälle, also wenn es denn einmal einen Unfall gegeben hat, dann kommen auch weitere. Und das führt dann eben dazu, dass ab und an mal einer verletzt wird. Dann braucht man auch die Krankeneinrichtung. Das ist am Ende des Tages nicht wirklich schlimm, wenn man sie hat. Das geht schon, aber damit kommt aus meiner Sicht eigentlich eine unnötige Instabilität in die ganze Sache rein, weil man muss dann schauen, dass man immer noch genug Arbeitskräfte hat, weil ja, wenn man gerade so an den Grenzen ist, dann fallen halt ein paar aus und dann braucht man da wieder zusätzliche. Und das ist alles unnötig, wenn man denn die Sache von vornherein verhindert durch immer ausreichend Arbeitskräfte, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht eine Sorge weniger. Also weiter hier aufpassen, ne? Das heißt aber auch, dass wir hier durchaus schon ein bisschen an der Grenze sind, was die Leute angeht oder die Arbeitskräfte. In dem Fall gucken wir mal auf die anderen Sektoren. Das ist ja auch gerade mal so. Und in dem Sektor hier, gut, da haben wir durchaus ein bisschen Überhang, wie man gerade gesehen hat, an Arbeitskräften, was im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass ich hier die Farm auch deaktiviert habe. Wir brauchen sie nicht, die Nahrung ist wirklich reichlich. Eine wichtige Aufgabe aktuell hier im Kapitel 2 ist definitiv noch die 250 Besatzungsmitglieder rüberzuholen von der Protagoras. Wir haben die Protagoras repariert. Der PA hat sich denn zuletzt noch gewünscht, dass wir da auch noch die ein paar, naja, Leute transferieren, alle die mit uns mitkommen wollen. Der Rest bleibt auf der Protagoras und sucht sich irgendwelche anderen Dinge. Jetzt bin ich gerade hier etwas erstaunt. Der PA reagiert nicht mehr. Der hat sich wohl irgendwie schon abgeschaltet. Nun gut, wir können dort eine Kopie von unserem eigenen, von Edden installieren, aber da sehe ich jetzt irgendwie keinen größeren Nutzen davon. Also ja, können wir machen, um die da wieder, aber vielleicht bringt es ja doch ein bisschen was, wenn wir hier eine Kopie sichern von dem Original. Schauen wir mal, was da denn an der Stelle noch rüberkommt. Ja, die Leute brauchen wir, aber jo, wir haben ja gesehen, ich denke, das war irgendwo so 50 Arbeitskräfte von den 250. Die anderen sind nicht Arbeitskräfte, aber wir haben gesehen, wir können die durchaus brauchen. Das sollte okay gehen. Wie sieht es denn aus vom Wohnraum? Vor allem in Sektor 6 haben wir noch eine Menge Wohnraum übrig. Will heißen, wenn wir da Arbeitskräfte rüber schaffen, dann sollte das hier die Sache wieder entspannen. Das war ja doch ganz schön knapp. Wie gesagt, in Sektor 2 und in Sektor 1 ein bisschen Platz für neue Leute haben wir durchaus, aber ja, ja, bedenken, sind 250, die wir darüber kriegen. Aber ich sag mal so, wenn wir hier 50 Nicht-Arbeitskräfte hinschaffen und hier vielleicht 100 und hier 50-50, also das ist vollkommen unkritisch in der. Es ist reichlich Wohnraum da. Und dann sollte sich das hier mit den Arbeitskräften auch weiter entspannen. Wie ich das jetzt gesehen habe, jetzt waren wir hier in dem Sektor hier schon auf nur noch neutral. Was haben wir denn da so alles verloren? Naja, gut, wobei eigentlich müssen wir uns, ach, na gut, mit den optimierten Quartieren, die könnte man natürlich auch noch verbessern, aber kurzfristig ist es, denke ich, das Einfachste, wenn wir hier einfach das Zentrum aktivieren. Wir haben es ja schon gebaut, braucht natürlich auch wieder ein bisschen Energie und Leute, aber wir hatten ja hier reichlich. Sollte an der Stelle also passen, kurzfristig, ja, ich denke, ich muss hier keine Nahrung groß noch zusätzlich.
Die Getreidefarmen machen das aktuell schon ganz ordentlich, das ist keine Frage. Das sollte passen und auch wenn wir die 250 dazu kriegen, ist das okay. Dann lass uns doch nochmal kurz unsere Transporter hier ein bisschen begucken, wie das an der Stelle aussieht. Ein bisschen Aufklärung habe ich, oder ein bisschen, naja, ich habe schon reichlich Aufklärung gemacht und erwarte eigentlich keine größeren zusätzlichen Mengen. Ich werde schon nochmal ein bisschen gucken, vielleicht ein bisschen Eisen. Bin mir relativ sicher, das hatte ich unterwegs öfter mal gesehen. Eis sollte es durchaus noch geben, aber es ist einfach unnötig. Wir haben jetzt schon so viel Eis hier, was wir hier noch abbauen könnten. Das ist unnötig viel. Wir werden noch ein bisschen Eis mitnehmen, definitiv ins nächste Kapitel. Lager, dafür hatte ich ja schon gebaut, haben wir gerade hingeguckt. Aber diese 2.500 sind schlichtweg unnötig. So viel brauchen wir nicht. Im Gegensatz dazu werde ich schon versuchen, das Eisen, was wir hier haben, möglichst in größeren Mengen abzusammeln und mitzunehmen. Das können wir einfach wirklich gut brauchen. Natürlich auch Silizium und Kohlenstoff, aber da haben wir schon nichts mehr abzubauen. Einfach die Sachen, die wir hier haben, einsammeln, sollte genügen. Klar, wir haben gerade ja hier gesehen, die Leute, die können wir brauchen, die, wir machten das. Die Eusi kann hier gerne mal noch das Silizium nehmen und dann würde ich sagen, danach kann sie die Leute hier holen. Hermes ist erstmal hier für den Kohlenstoff verantwortlich. Das sollte eigentlich passen. Und danach kann er vielleicht auch noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Void Vector macht das Eisen. Nummer 5 geht auch auf Eisen. Na, vielleicht. Ja, doch, das macht ja er hier. Und Bogen kann dann nochmal erstmal auch noch ein paar Kapseln mitnehmen. Die würde ich durchaus auch noch gerne einsacken wollen. Können wir brauchen. Klar, wir kriegen jetzt erstmal 250 Leute, aber es sind ja nur 50 Arbeiter. Das wird auf Dauer natürlich nicht genügen. Also nehmen wir die mal auch noch mit. In Sektor 6 werden die alle eingelagert werden. Wir haben hier eine Kapazität durch die drei Lager von 330 hat einer fast 1000 Kryokapseln und naja, die werden wir auch fast brauchen, wenn wir die da komplett einlagern wollen. Müsste aber schon gehen. Müssen wir sehen, wenn wir hier noch ein paar Arbeiter dazu kriegen, können wir hier auch noch aktivieren. Vermutlich werde ich da gar nicht die so viel Eisenlager brauchen, weil die Idee ist dann doch, ich werde hier noch den nächsten Sektor öffnen und ich bin ja doch immer Fan davon, nicht unbedingt die Sachen hier, Rohstoffe, Legierung, Eisen in dem Fall in Lager zu stecken. Das kann man machen, aber wenn ich denn schon weiß, was ich demnächst damit anstellen will in einem neuen Sektor, dann kann ich den Sektor auch schon aufmachen und ihn lieber dort in Gebäude stecken. Das wird definitiv passieren. Und insofern, du holst die Leute ran, du holst die Kryokapseln ran und Eisen werden wir demnächst dann auch noch kriegen. Okay, dann können wir das hier mal weiterlaufen lassen. Sollte passen. Tja, hier wie gesagt, aufklärungsmäßig, wir können ja mal noch ein bisschen herumsuchen, ob sich da irgendwo noch ein bisschen was findet. Wie gesagt, Eis wird öfter mal aufploppen, aber da werde ich denn keine Sonde hinschicken mehr. Das muss nicht sein. Wir haben massenhaft Eis aufgeklärt, das ist nicht notwendig. Hier zum Beispiel wäre Eis, aber das ist albern. Ein bisschen mehr Eisen wäre okay, aber sonst, naja. Ja, hier schon öfter mal herumgeschaut in den letzten Folgen, aber hier ist auch noch mal Eis, aber wie gesagt, das ist nur nicht das, was wir unbedingt brauchen. Kommt gar nichts mehr, waren wir schon so fleißig und sorgfältig. Naja, wäre ja auch nicht schlecht, wäre okay. Hier ist auch noch mal Eis, aber wie gesagt, das ist nicht das, wo ich jetzt so scharf drauf wäre, hier in der Nähe. Na gut, hier würde ich wohl sowieso keine Sonde hinschicken wollen. Der Winkel ist einfach doof. Hier ist auch noch mal Eis. Naja, wir waren. Hier ist noch mal Eisen. Das viel ist es nicht, aber was soll's. Meinetwegen. Gut. Na gut, macht da gerne weiter. Das sollte okay gehen. Jo. Wie sieht es denn hier aus? Die werden hier dient absammeln. Naja, weil ich habe im Moment keine Eistransporter, also keine, die ich da priorisiert habe. Aber na gut, müssen wir mal gucken, dass, wenn denn hier das mit den Leuten wahrscheinlich macht, das hatte ich ja schon.
wenn die Eusi hier mit denen dann fertig ist, mit dem und dem. Kannst du noch ein bisschen Eis ranholen? Ist im Moment ausreichend und sollte dann eigentlich auch passen. Na gut, ich denke, dann sind wir ganz gut vorbereitet hier an der Stelle. Dann können wir mal gucken, was würden wir denn als nächsten Sektor machen. Viele Dinge von denen, die wir hier haben, die sind natürlich dem, wie soll ich mal sagen, so dem Ablauf geschuldet, am Ende der erste Sektor und alles reingeknallt, was irgendwie so notwendig ist. Es ging ja nicht anders, es war der erste Sektor. Der zweite hat dann mal so ein bisschen, war für Nahrung verantwortlich und der dritte für Aufwecken. Wie sollte das denn insgesamt am besten aussehen, meiner Meinung nach? Naja, wir haben ja die Sektorspezialisierung, da habe ich vor allem in Folge 3 bin ich ja da intensiv auf das Zahlenwerk eingegangen, was die Gebäude bringen und was dann eben auch die Spezialisierung als Anforderung haben. Wir haben aktuell, obwohl das alles eher so ein bisschen temporär ist, was wir hier haben, durchaus schon einiges hinbekommen an dieser Stelle, aber kam so nebenher, würde ich sagen. Bisschen auf Batterie und Weltraum hier kann man alles mal schon mitnehmen. Ich denke, besonders für den Nahrungssektor wird wichtig sein. Oder naja, was heißt schon wichtig? Insgesamt ist das Spiel, glaube ich, jetzt schon so viel vereinfacht, dass es meiner Meinung nach gar nicht so drauf ankommt, dass möglichst optimal aufzustellen. Ich bin aber der Meinung, man weiß ja nicht, vielleicht ändern sie da auch noch was und es kommen noch einfachere, vielleicht auch höhere Schwierigkeitsgrade hin. Ich bin da trotzdem immer ein Fan davon, das so optimal und effizient aufzubauen, wie ich es denn mit meinem Wissen und den Möglichkeiten des Spiels erreichen kann. Und das werde ich hier auch tun. Und das heißt letzten Endes, dass meiner Meinung nach ein Nahrungssektor definitiv die Nahrungsspezialisierung 2 und auch die Abfallverwertung 2 benötigt, weil sonst ist es einfach nicht optimal oder perfekt. Man kann es an der Stelle jetzt hier noch nicht sehen, weil wir sind hier nur auf Stufe 1. Abfallverwertung 2 bringt einfach 15% zusätzliche Nahrungserzeugung. Und ja, wie gesagt, ohne den kann es einfach nicht perfekt sein in meinen Augen, weil die 15% an der Stelle sind dann eben doch relativ heftig, weil es kriegt man es. Man kriegt es einfach geschenkt, das ist eine höhere Effizienz. Ich brauche dafür eben keine zusätzlichen Leute, Raum, Energie, Wasser und sonst wie. Das muss einfach sein aus meiner Sicht. Nahrung 2 ist jetzt nicht gar so entscheidend, würde ich sagen, weil Nahrung 2 bringt einfach nur eine zusätzliche Stabilität. Die kann ich auch auf andere Art erreichen. Aber Abfallverwertung 1 und 2 sind einfach wichtig, finde ich. Oder also die 2 vor allem. Sehen wir denn, wenn wir so weit sind, und das heißt am Ende des Tages natürlich auch, dass so ein möglichst optimaler Nahrungssektor definitiv mit dem besten Nahrungsgebäude laufen muss, was das Spiel bietet. Und das ist natürlich mit großem Abstand die Algenfarm. Die Getreidefarm tut es auch, aber die Algenfarm, die ist in jeder Beziehung besser. Weniger Wasser wird benötigt, dadurch brauche ich weniger Eis anzukarren, ich brauche weniger Bevölkerung. Das ist natürlich nicht ganz so wichtig. Bevölkerung haben wir in kurzer Zeit, also Arbeitskräfte in reichlichem Maße, aber es nimmt auch weniger, es braucht auch weniger Energie. Das wird irgendwann durchaus mal interessant. Es braucht auch eben weniger Raum. Das ist wichtig, weil ohne den weniger Raum würde man nebenher die Recycling-Spezialisierung nicht hinbekommen. Und am Ende erzeugt es auch noch mehr Nahrung. Also es ist wirklich in jeder Beziehung besser. Und deshalb werden wir das natürlich damit aufbauen. Du kannst erstmal weiter an dem Bahnhof erforschen. Die Algenfarmen, die wir hier noch verbessern können, die sind im Wesentlichen weitere Farmen. Also so Farmfelder, die wir damit freischalten können. Man sieht hier, für die zweite Stufe brauche ich auch ein Upgrade der Fusionsstation. Das würde allerdings irgendwann sowieso demnächst folgen. Auf der anderen Seite hier brauchen wir von der Pilzwand noch ein bisschen was. Kontrollierte Symbiose, das ist hier nur der erste Teil, also keine groß aufregende Sache. Das werden wir nebenher noch hinkriegen. Also insofern, klar, ich könnte sicherlich hier den Nahrungssektor irgendwo perspektivisch umbauen auf eben mehr Recycling. Spezialisierung und eben auch die Pilzfarm, aber ich denke, es ist deutlich einfacher, einfach einen neuen Nahrungssektor aufzumachen und diesen dann eben
gleich richtig aufzubauen. Und so ist hier auch der Plan. Wir werden gleich hier einen neuen Sektor aufmachen. Das wird dann der neue, dann wirklich perfekte finale Nahrungssektor werden. Und naja, was danach denn noch alles kommt, ich denke, es wird gerade was die Spezialisierung angeht, wie gesagt, mit kleinem Verweis auf, bei, können wir vielleicht hier gerade denn auch noch mal kurz reinziehen, so als Überblick. Wir haben ja 5 Spezialisierungen. Wir werden für jede von den Spezialisierungen am Ende einen Sektor haben, der eben in diese Richtung optimiert sein wird. Es wird also noch einen Industriesektor geben. Das wird ein zusätzlicher sein. Dieser Sektor 2 wird perspektivisch der Wohnsektor werden. Und die 1, wo wir angefangen haben, das bietet sich ja an wegen den ganzen Transportern. Den werden wir Richtung Raumfahrt spezialisieren. Ja, einen Recycling-Sektor kriegen wir auch noch, aber das wird wahrscheinlich insgesamt der allerletzte Sektor sein. Wir haben einen Sektor übrig, weil es gibt ja 5 Spezialisierungen. Insofern werden wir dann irgendwo noch einen kriegen, der irgendwo, naja, ich sag mal, den Rest aufnimmt, wie auch immer man das denn bezeichnet. Ob jetzt hier Multi-Use oder Utility oder whatever, da geht der ganze Rest rein, was eben nicht unbedingt in die anderen Spezialisierungen reingehört oder was da eben auch nicht passt. Aber das ist sehr viel Zukunftsmusik. Wie erwähnt, Zukunftsmusik ist aber eben nicht unbedingt der nächste Sektor, der da noch kommen soll. Jetzt schauen wir mal, wesentlich ist natürlich, wenn wir den hier aufmachen, denn wir brauchen wieder Elektronik, das ist gar kein Problem, auch die Legierungen kriegen wir gut hin, Nahrung geht auch, 40 Arbeitskräfte müssen wir aber schauen, wenn wir den hier daneben aufmachen, ziehen wir 40 Arbeitskräfte ab hier aus Sektor 2, aber ha, als ob wir es vorbereitet und bedacht hätten, haben wir die aber in diesem Sektor durchaus zur Verfügung. Also, denn sollte man doch vielleicht hier das nicht weiter hinauszögern, denn mach mal. Gut, ja. Klar, wenn denn jetzt hier die wirklich die wenn es denn jetzt an die finalen Sektoren geht, da kommen dann auch noch durchaus planungstechnisch einige Gebäude rein, die haben wir dann noch, die haben wir noch gar nicht. Zum Beispiel die Drohnenbucht, die ist perspektivisch enorm hilfreich und gerade wenn es dann kreuz und quer zwischen den Sektoren hin und her geht, dann sind die Drohnen super und vielleicht sogar elementar, weil ohne die wird es dann schwierig. Auch der Bahnhof ist dann wichtig, weil wie gesagt mit mehr Sektoren und viel mehr hin und her zu transportierenden Materialien und Ressourcen braucht man den natürlich auch. Aber den haben wir ja jetzt schon in Forschung. Das ist auch durchaus wichtig. Der bringt dann neben auch noch einer zusätzlichen Spezialisierung für die Raum, ja, Space-Spezialisierung, vor allem auch noch eine Zufriedenheit und ja, also Bahnhof ist schon klasse. Werden wir überall bauen, das ist keine Frage. Von den hier sonst noch nicht erforschten Gebäuden, ich glaube vor allem der Rumpftempel ist auch noch eine nette Geschichte. Ist im Moment noch nicht relevant, wird dann kommen und wird auch für zusätzliche Stabilität sorgen, aber erst in den kommenden Kapiteln. Die Kampfkuppel, Observatorium, ich weiß gar nicht, Observatorium bin ich irgendwie nicht so der große Fan davon, wie die Stabilisierung ist zwar nett, aber die Hülle zu reduzieren, ich weiß nicht so recht, das gefällt mir nicht so wirklich. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir da auch noch Möglichkeiten. Das Gesundheitszentrum, naja, ist irgendwie nice to have, aber wie gerade am Anfang erwähnt, solange ich das schaffe, dass ich hier keine Verletzungen habe, durch Unfälle, brauche ich das eigentlich nicht. Aber naja, mal gucken. Wir werden es irgendwo trotzdem reinsetzen. Ist aber eigentlich nicht besonders wichtig. Dann haben wir hier natürlich auch noch Atomkraftwerk und Wasseraufbereitung. Atomkraftwerk wird wichtig werden. Im Moment kommen wir noch sehr gut hin mit unseren Solarkollektoren, aber das wird auf Dauer nicht reichen. Wobei auf Dauer, da bin ich denn schon irgendwo in Kapiteln, die durchaus ein bisschen weiter weg sind. Die Wasseraufbereitung ist schon toll.
Wenn es dann um die Wasserversorgung geht, ja, werden wir auch erforschen, vielleicht sogar bauen. Mal gucken. Es ist halt so, wir können die durchaus dann auch noch deutlich verbessern. Die braucht halt hier, steht ja hier 50 Abfall und eine Menge Energie. Das kann man aber krass, würde ich sagen, durchaus reduzieren, weil diese 50 Abfall, die können wir halbieren, dass wir nur noch 25 brauchen. Und auch die Energie, die wir, glaube ich, am Anfang da mit 1000 haben, die können wir auch auf 50 reduzieren. Dann funktioniert das ganz gut, aber naja, ich sag mal so, die Problematik ist die, der verbraucht halt Abfall, was im Prinzip okay ist. Wir werden irgendwann reichlich Abfall erzeugen, aber für noch eine ganze Weile können wir mit dem Abfall eigentlich bessere Dinge machen, als da Wasser draus zu, ja, draus zu generieren. Insofern wird das auch keine große Priorität haben. Naja, gut, müssen wir mal gucken. Mach mal das Ding hier auf. Das war ja gerade so die Hauptidee. Wie sieht es inzwischen hier nebenher mit den Transporten aus? Ja, wir kommen hier vorwärts. Ja, viel ist das hier aber nicht. Wieso hat er hier vier Leute geholt? Wie kann denn das sein? Ist die Eusi noch so voll, weil sie hier Dinge nicht ausladen kann? Das muss man natürlich auch mal bedenken, wenn die Andockbuchten voll sind. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Dann werden die das Zeug, was sie transportieren, nicht los. Aber vielleicht hat er das nur so ein bisschen. Anteilig, wo sind die Eusi hier? Da ist sie. Die bewegt sich hier hin und holt Leute. Naja, wie gesagt, war vielleicht noch ein bisschen Rest drin. Oder ihr hat noch ein bisschen was anderes mitgenommen. Na gut, wird sich finden. Oh, wir sind hier fertig mit unserem Quest. Naomi, wir haben einen PA. Ach, guck mal an. Das war die Kopie. Da haben wir noch 60 Forschung rausgeholt. Naja, gut, das war durchaus ein bisschen die Hoffnung, weil, wie gesagt, unseren eigenen da drüber zu knallen, da habe ich mir jetzt nicht sehr viel versprochen. Aber 60 Forschung ist natürlich super. Vielen Dank. Das wird unsere Bahnhofsforschung deutlich beschleunigen. Wie viel brauchen wir noch für den Bahnhof? Naja, ich denke, mit den 60, die wir da kriegen, dann ist der Bahnhof durch. Sehr schön. Stellt sich die Frage. Na gut, ich glaube, Pilzrand-Symbiose. Na, machen wir das ruhig mal so. Komm mal her. Die stellt man da hinten dran. Weil zumindest mal hier die erste Verbesserung von der Algenfarm, die fände ich denn eigentlich schon ganz gut. Noch hier rein zu bekommen. Und ich würde sagen, na gut, ich glaube, mehr kann ich hier nicht als nur noch einnehmen. Ich glaube, danach hole ich mir dann mal hier noch die Batterie auf Stufe 2. Aber naja, gut. Das ist jetzt, wir werden jetzt, ich glaube, hier forschungsseitig bei aus Sektor 3 nicht genug zu. Ach, stopp. Sie sind schon fertig. Na gut, na gut, na gut, alles gut. Wir sollten uns jetzt aber beeilen. Mist, wann hat er das denn aufgemacht? Naja, es kann auch nicht sehr weit her sein. Ein bisschen beeilen müssen wir uns jetzt natürlich wieder, gerade gezeigt. Wir haben wieder die plus 10 Stabilität durch das Öffnen des Sektors bekommen, was toll ist. Aber es wird natürlich nicht ewig halten. Also müssen wir uns hier sputen, dass wir vor allem die Obdachlosigkeit wegkriegen und vielleicht auch noch ein paar andere positive Boni hier reinbekommen. Also, bevor eben dieses Minus da verschwindet. Dann gehen wir das mal erstmal an. Wie üblich ist am Anfang die Sache natürlich erstmal temporär, was wir hier bauen. Naja, gut, so genau kommt es auch erstmal nicht drauf an. Dann lass uns das ruhig mal so angehen hier, dass wir hier die Sache mal für den Anfang gepusht bekommen. Andere Dinge werden sich finden. Erstmal die Werkstatt und die Lager für Nahrung und Legierung und einen Speisesaal können wir mal auch noch brauchen. Ach nein, eigentlich ist es egal. Mach den mal hier oben hin, das ist in Ordnung. So, jetzt haben wir hier erstmal wieder alles. Dann kannst du hier auch mal bauen und ich werde dann auch schon mal die ersten Transfers dafür aktivieren. Und das heißt natürlich erstens Legierung. 50 sollte okay sein, Nahrung auch mit 50. Und dann haben wir erstmal eine Basis hier. Und jetzt muss er dies natürlich erstmal hier noch Straßen bauen. Und naja. Gut. Also wir werden hier, und das wird wohl noch die Aufgabe für dieses Kapitel sein, hier 10 Pilzwände an die Wand stellen. Und das sollte dann eigentlich schon für die wichtigsten Sachen genügen. Ich muss mal gucken, wie ich denn hier das
ich so auf meine Liste schaue. Naja, mal sehen. Mach mal erstmal hin. Wie gesagt, die meisten Sachen werden erstmal temporär sein, weil klar, viele Sachen, die sind hier natürlich in dem Sektor denn geplant und naja, da werden wir so schnell nicht hinkommen. An die finalen Positionen ist aber auch nicht wichtig, weil umbauen kann man ja immer noch und das sollte auch später noch gut funktionieren. Das scheint hier nicht ganz so. Ja, da muss man noch einen zwischenbauen. Na gut, kann man ja machen, dass er da rankommt. Und hier desgleichen. So, dann räumen die Sachen hier mal aus. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Auch hier grundsätzlich mit der 4er Entfernung. Das fällt mir auch ganz gut, weil die Pilzblende, die brauchen ja gerade hier so eben die 4er Entfernung. Das ist auch schon so weit. Naja, das sieht doch alles sehr ordentlich aus. Ein bisschen muss ich gucken, wenn die Leute hier jetzt reinkommen, die Häusi wird weiter reinschaffen. Ich weiß nicht, macht da primär Arbeitskräfte. Kann man ja mal nachgucken, wie das inzwischen hier aussieht. Jo, ja, wir haben kräftig Arbeitskräfte dazu bekommen. Dann würde ich hier auch wirklich einfach mal direkt 50 in Sektor 6 rüberschieben. Nein, 50 wär effektiv einer zu viel. Also gut, schieben wir 40 rüber. Arbeitskräfte. Weil wir brauchen natürlich eigentlich auch in dem neuen, aber wir haben noch nein, ich wollte gerade sagen, in Sektor 3 kann man natürlich Arbeitskräfte auch gut brauchen, ohne Frage, aber da haben wir die Wohnraum noch nicht dafür. So Sektor 1 nach Sektor 6, 40 Arbeitskräfte, passt. Dann ist die Sache hier, Bahnhof ist freigeschaltet worden, da kann man vielleicht auch mal noch ja, das sollte so nebenher gehen. Sektor 1 kriegt den Bahnhof. Das sind immer 50 Legierungen und 3 Elektronik. Aber das kriegen wir locker nebenher gebacken. Mach mal hier in Sektor 1 und Sektor 2 den Bahnhof hin. Und kannst du auch direkt hier auch in Sektor 6 reinziehen. Das frisst jetzt einiges weg an Elektronik und Legierung. Aber wir haben reichlich. Das ist kein Problem. So, aber hier sollten wir denn weiter ordentlich aufräumen. Nein, bitte diese Straße nicht wegmachen. Nicht wegmachen, sagte ich. Ja. Das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier auch schon ein bisschen Raum bekommen. Population transfer complete. Raum bekommen, dann mach hier. Um hier ein bisschen manövrieren zu können, sozusagen. Halt. So. Also, ich denke, ach, sag mal, was ich hier teilweise klicke, ist aber auch. So, tja, naja, wie gesagt, die Hauspositionen, die ich so geplant habe, die sind alle weit weg und das dauert mir dann auch zu lange. Elektronik könnte ich kurzfristig noch ein Lager. Also, lass mal erstmal die Lager, die wir hier haben, gerade fix umsetzen, damit ich hier oben ran kann an die Pilzfarmposition. Das macht mit Sicherheit auch Sinn. Also nehmen wir gerade erstmal fix die Werkstatt hier raus, weil die können wir ja direkt wieder kostenlos woanders platzieren. Also sollte man das natürlich tun. Wenn ich die zwei wegnehme, müsste das eigentlich auch funktionieren. Den will er abbauen. Ja gut, kann er machen, aber wir machen den direkt hier einen neuen rein, der denn der neue Legierung ist. Passt. Der Nahrung kann eigentlich erstmal hier stehen bleiben. Das tut kurzfristig nicht weh. Ja. Okay. Mach weiter. Und dann haben wir das hier unten. Da will ich eigentlich nicht ran. Guck mal hier Elektronik. Den brauche ich natürlich, damit ich denn hier den Elektroniktransfer und dann kann man auch gleich hier ein domotisches Quartier bauen. Das passt, hilft natürlich dann auch für die Zufriedenheit ganz gut. Jo. Dann lass mal gerade Stopp und ein kleines bisschen weiter planen. Es wird hier unten das Zentrum für alternative Leben geben und Moment, wie stehen wir hier vom Zyklus, sollte passen. Neben kommt dann nämlich der Speisesaal auf seine finale Position. Passt auch gut. Warte mal Pause, du bist erstmal nicht so wichtig.
nicht so wichtig wie eben die Unterkünfte. Elektronik sollte gern gleich fertig sein. Und wenn das so ist, ich könnte natürlich auch erstmal optimiert setzen, auch deutlich weniger. Aber nein, komm her. Müsste eigentlich schon gehen. Ablauftechnisch. Ich gucke so ein bisschen, wie ich das hier habe. Na, dann mal kurz mal stoppen. Ein bisschen kriegen wir hier schon rein. Dann kann man das durchaus da mal reinziehen. So. Jetzt bis hier. Überlege, wo ich die Bevölkerung, aber eigentlich kommt es an der Stelle auch nicht so sehr drauf an. Mach die ruhig mal da rein. Die Elektronik, eine Elektronik hast du mir da hingelegt. Das ist ja auch kaum der Rede wert. Naja, gut. Wo sind denn meine Bastler? Da sind sie, okay. Die Bastler, die können mal gerne jetzt hier schnell die Elektronik hinziehen, weil solange wir das Elektroniklager nicht haben, wird das hier mit dem Quartier auch nicht funktionieren. Aber sieht ganz ordentlich aus, vor allem, ja, oh, hier haben wir auch noch mehr Elektronik. Das ist auch nicht schlecht. Komm, das schließen wir mal gleich hier an. Wie sieht es hier aus? Ja, den ohnehin durchziehen. Also mach du hier bitte für die diversen. Das sind alles Legierungen, die wir da füllen können. Hier haben wir den auch noch. So. Na gut. So, das Elektroniklager ist auch super. Ist 3, das ist ja sehr schön. Hat er ja auch jetzt gleich schon reingemacht. Naja, das geht dann im Allgemeinen natürlich auch schnell. Sieht ordentlich aus. Insgesamt ist die Legierungssituation auch natürlich gut. Haben wir hier inzwischen schon einen Bahnhof? Ja, haben wir. Naja, das. Falls sich da jemand fragt, so wie es mir natürlich auch ging, das ist hier nur reine Darstellung, inwieweit der Bahnhof halt in kompletter Darstellung oder kleinerer visualisiert wird, hat ansonsten keinerlei Auswirkungen. Wir lassen das mal hier. Dann ist so eine leicht durchscheinende Darstellung. Ganz ausschalten will ich es vielleicht auch nicht. Ja, das kann man sehen. Mit der ersten Einstellung wären die dann komplett sichtbar. Und mit der letzten Einstellung ist es so ein bisschen, sind sie gar nicht mehr da. Es ist nur eine grafische Geschichte. Okay, die Bahnhöfe sind hier fertig. Der ist hier auch schon fertig. Jo, sieht ja klasse aus. Sehr schön. Gut, natürlich werden wir auch in diesem Sektor den Bahnhof aktivieren wollen. Aber erstmal ging logischerweise hier die Quartiere voll. Werde ich auch auf Baupriorität setzen. Rohstoffe sind komplett angeliefert worden. Ich warte noch, dass er da auch anfängt zu bauen. Das hängt ja teilweise, glaube ich, ein bisschen auch hier immer mit dem Straßenbastler, sage ich mal, zusammen. Zumindest habe ich den Eindruck bislang. Und wenn die hier am Bauen sind, dann gehen Straßen nicht und umgekehrt. Jetzt hat er hier aber angefangen. Das ist ordentlich. Das ist vor allem deshalb gut, denn bauen wir nämlich hier auch den Bahnhof. Nochmal 50 Legierungen, nochmal 3 Elektronik, aber alles kein Problem, würde ich meinen. Das ist hier die Materialanlieferstelle. Er ist schon kräftig dabei. Gut, dann würde ich sagen, können wir die Elektronik hier auch mit unseren Transfer nehmen. Dann gehen wir jetzt mal hier, ich glaube, irgendwann hatte ich da überall 3 eingestellt. Machen wir jetzt mal 5. Nicht, dass es wirklich extrem drauf ankommt, aber dann ist es insgesamt ein bisschen besser verteilt. Andere Dinge haben wir hier noch nicht, werden wir auch kurzfristig nicht reinbekommen. Also was den Transfer angeht, weil einfach unnötig. Dann können wir hier die Straße auch dort rausnehmen. Und naja, wenn denn der hier steht, und das wird er ja gleich, und wenn auch der Bahnhof fertig ist, dann können wir uns durchaus hier mal dann können wir auch Leute transferieren, weil wir werden ja hier mit dem domotischen Quartier, da zum einen kriegen wir da gleich mal 3 zusätzliche Stabilität rein. Wir werden auch reichlich Wohnraum haben, mehr als für die 40, die im Moment hier sind, nämlich gleich 70. Können also noch 30 Arbeitskräfte uns hier rüberholen, das werde ich definitiv auch tun. Den kann er hier noch fertig bauen, ein bisschen zusätzliche Stabilität.
das müsste hier auch gleich umschalten. Sieht ganz gut aus. Dann holt das Zeug hier auch mal rüber, dass wir eine weitere Baufreiheit bekommen. Und dann werde ich mal hier auch noch platzieren. Die Pilzwand kann er meinetwegen dann durchaus als nächstes hochziehen. Das wird die senkrechte Straße an dieser Stelle sein. Hier auch mal noch sammeln. Oh Gott. So, na gut, das ist ja schon mal alles gar nicht schlecht. Den haben wir hier auch gleich. Könnte ich eigentlich schon mal schauen, dass ich so ein bisschen was finalisiere, aber lass uns erstmal noch 30 Arbeitskräfte holen und mal schauen, wie sieht es inzwischen aus mit dem Transfer. Es geht hier weiter vorwärts, das ist sehr schön. Wie sieht es denn hier inzwischen aus? Glücklich, alles gut. Ja, mal ein bisschen was an Arbeitskräften. Naja, da haben wir ja die 40 abgezogen. Wir haben noch gut Puffer. Ach, das kann eigentlich so bleiben, würde ich denn mal hier so belassen wollen an der Stelle. In Sektor 1 sind noch ein paar Arbeitskräfte dazugekommen, aber ja, jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Da kommen aber jetzt noch weitere Leute dazu. Die 114 hier, die werden natürlich alle in Sektor 1 auftauchen. Ja, wie gesagt, ich habe das ja extra so gemacht, dass das alles so ein bisschen besser aufgeteilt ist. Ich glaube, wenn ich das hier gerade sehe mit den Kuro-Kapseln, 990, ja, die müssen wir hier in Sektor 6 hochdrehen, damit er die hier austransportiert. Wird dann sicher jetzt passieren, sowohl den und den räumt er dann Richtung Sektor 6. Aber ich würde dann mal doch 10 Arbeitskräfte nehmen wir mal hier noch aus von Sektor 1 in unseren neuen Sektor. Mal 10 rüber. Okay. Und haben wir inzwischen hier auch schon ausreichend Nicht-Arbeitskräfte. Na, nicht so wahnsinnig viel. Schieben aber auch in Sektor 6 Nicht-Arbeitskräfte. Sagen wir mal 30. Die haben wir, die gehen in Sektor 6. Jo. So, und dann gehen wir in Sektor 6. Komm mal her. Hier haben wir jetzt natürlich durch den Transfer ja reichlich Arbeitskräfte. Wir nehmen mal 20 davon und bringen die in den neuen Sektor. 20 Arbeitskräfte, 6 nach 3. Okay, gut, da haben wir hier immer noch genug. Und unser neuer Sektor kriegt dann hier 30 weitere. Die 40, die wir im Moment haben, das reicht aus, um die aktuellen Aufgaben zu erfüllen. Ja, geht hier alles flott vorwärts, aber wir brauchen ja denn hier ein bisschen und ein klein wenig werden wir hier natürlich auch noch einsetzen, was die Finalisierung angeht. Jetzt braucht man natürlich hier Straßen. Ich glaube, die wird er erst machen, wenn er denn hiermit fertig ist, aber das ist ja in Ordnung. Sammeln mal weiter ein, was wir denn hier so vorgesehen haben. Das müsste hier ist die Pilzform. Die los. 1, 2, 3. Dort. Und ich glaube, hier möchte ich den nämlich gerne runtergehen. Ja, das sollte soweit korrekt sein. Dann haben wir da nämlich Nahrung. Müssen wir mal sehen, wie wir das hier hinbauen. Das wird Eis werden. Ein bisschen größer, weil, ja, brauchen wir denn schon. Halt immer schön die Strom ausschalten. Irgendwann ist das Ding fertig und ja, müssen wir dann mal sehen, wie wir das alles sauber reinpassen. Wir haben mal ein kleines Nahrungslager und dann noch ein kleines. Und dafür gilt das eine ganz gerne mal machen. Hier ist aber auf Stopp. So. Der wird hier hinwandern und hier kommt ein großes Nahrungslager rein. Soweit die Idee. Der ist fertig. Wie sieht es hier aus? Plus 3 domotisches Quartier. Ah, jetzt haben wir ja plus 12. Wenn denn die 10 plus 10 durch das Öffnen des neuen Sektors wegfallen, dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Und Bahnhof haben wir auch schon. Der ist auch schon fertig. Naja, das sieht doch schon alles gar nicht schlecht aus. Da haben wir schon schön was hingestellt bekommen. Und wenn ich denn mal so weiter, stopp, die will natürlich auch noch weg. So weit, so gut. Kann man
hier eigentlich inzwischen bis zum Ende durchbauen. Sieht doch klasse aus. Hier können wir weitere anschließen, dass die abgesammelt werden können. Haben wir jetzt alles? Ne, der ist noch nicht am Netz. Dann müssten wir jetzt aber eigentlich alles haben. Jo. So, naja. Hier baut er auch. Das sieht auch ordentlich aus. Naja. Jetzt war ja die Aufgabe, zum einen hier eben vor allem viele Legierungen zu versenken. Schauen wir doch mal, wie es inzwischen hier aussieht. Wir haben fast alles Eisen abgebaut. Knapp 2000 Eisen liegen jetzt hier noch rum, die wir uns hier noch in unser Schiff holen können. Das ist doch toll. Wir sind gleich fertig hier mit dem Transfer von den Leuten. Und danach wird die Eusi sich ein bisschen um Eis kümmern. Ja, das Eis geht inzwischen langsam runter, aber eben wirklich langsam. Hermes schafft weiter Kohlenstoff rein, aber der wird ja parallel auch weiter in Polymer umgewandelt. 262 Kohlenstoff, die würden wir aktuell auch noch gelagert bekommen. Also an der Stelle sieht die Sache sauber aus. Hermes darf sich da weiter exklusiv drum kümmern. Hat auch noch gut zu tun. Brauchen wir also vor allem Eisentransporter. Man sieht, Eisen geht kräftig runter, was nicht erstaunlich ist. Wir haben, glaube ich, stimmt das? Beide Fabriken, Stahlfabriken laufen ja. Der wandelt weiter kräftig um. Aber ist ja in Ordnung soweit. So war das ja gedacht. Void ist wirklich mit Eisen beschäftigt und Nummer 5 sollte eigentlich auch, wobei der könnte hier auch noch drin sein. Wenn wir das da mal rausnehmen, weil das kriegt der Hermes locker hin in der Zeit, geht ihr mal beide primär auf Eisen. Und mal gucken, ob wir das hier gerade irgendwo verfolgen können. Void Vector. Bogen. Da ist die Eusi. Nummer 5. Ja, der war, glaube ich, wo auch immer. Wahrscheinlich hier abgesammelt. Dann geht er jetzt hier auf Eisen. Ist in Ordnung. Das sieht hier alles relativ gut aus. Jo, so habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß nicht, ob wir noch eine neue Aufgabe kriegen, wenn hier die 250 Leute durch sind. Kann sein. Insofern bleibt Francis hier mal noch stehen. Die Hoffnung hat eigentlich keine Aufgaben und kann auf die Tycoon direkt auf. Da ist hier einfach nichts mehr zu tun. So, aus reiner Neugier nochmal eine kleine Runde hier mit Suchen. Wahrscheinlich sind das alles Gebiete, wo ich gerade schon mal geschaut habe. Aber so ein bisschen Eisen, also etwas mehr Eisen erhoffe ich mir denn doch irgendwie noch, aber ich glaube, die Chancen sind eher klein. Und andere Sachen, naja, ich glaube, in dem Gebiet bin ich inzwischen so oft gewesen beim Suchen. Da kann eigentlich nichts mehr sein. Ein bisschen traurig finde ich ja, dass hier weit und breit nichts... Oh, guck mal da, das kann man so nicht sagen, da ist sogar noch ein bisschen Eisen. Ja, naja, denn... Da würde ich schon noch hingehen, aber hier ist wirklich tote Hose. Na gut, dann machen wir mal hier das Eisen, das bisschen, was ich hier noch gerade noch gesehen habe. Klar, da Wasserstoff auch noch und Eis, aber das ist sicherlich eher überflüssig. Na gut, dann haben wir da noch ein kleines bisschen, aber gut, dann würde ich sagen, beende ich damit offiziell die Sondierung. Das muss dann reichen. Und ja, der Rest hier für den Kohlenstoff wird dann nach und nach in Polymer umgewandelt werden. Okay, dann schauen wir mal, wie das inzwischen hier so gelaufen ist. Das ist sehr ordentlich. Da können wir hier nämlich weiter freischaufeln. Die erste Pilzfarm hier ist auch fertig. Und jetzt gucke ich gerade mal das Abhörzentrum. Ob ich das schon reinkriege, hier soll... Ne, kriege ich noch nicht rein. Das kommt nämlich hier hin. Hier wird mal Wasseraufbereitung entstehen. Abhörzentrum hier. Und hier kommt denn die Farm. Will heißen, der muss noch weg. Dann können wir das Abhörzentrum auch noch setzen. Wir haben die kontrollierte Symbiose erforscht. Hier für die Pilzwand. Dann können wir hier die Algenfarm, die eine, da reinziehen in die Forschung. Das ist klasse. Dann mach da mal. Und wie erwähnt, machen wir dann hier mit den Batterien weiter. Solidität reicht für Batteriestufe 2, dann haben wir zumindest mal die Batteriestufe 2 auch schon fertig.
Jo, das ist doch alles schon sehr schön. Naja, wir können noch viele Dinge brauchen. Das ist ohne Zweifel so. Wir wissen auch, das NIAI-Protokoll ist eigentlich auch schon frei verfügbar. So vom Eindruck her ist es nicht wirklich gigantisch, was ich da aus den Wohnungen rausbekomme an Abfall. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie viel Wohnungen man hat. Und es wird sicherlich jetzt nach und nach inzwischen sind wir über 1000, was unsere ja, Bewohner, nennen wir es mal so allgemein zusammengefasst, auf der Tycoon ist. Und na, da kommt dann doch schon einiges insgesamt zusammen. Ich hatte ja auch schon mal etwas alberner oder testenderweise in Sektor 6 den Abfall aktiviert. Das hat gar nichts gebracht. Mehr oder weniger wie erwartet, aber wenn wir denn da eben zunehmend Leute hinbekommen, dann wird auch da was rausbekommen. Aber auch die anderen Sektoren. Ich denke, insgesamt kommt denn da schon ganz gut was zusammen. Und an sich ist das dann eben auch. Abfallwiederverwertung ist schon gut. Insofern finde ich denn eben auch diese Technologie durchaus schön und die zwei, auch die mit zusätzlichen Betten können wir irgendwann mal noch gut gebrauchen. Braucht man denn noch in der, wie man hier sehen kann, hier in der Krankenstation etwas, weil wir denn nach und nach, hier haben wir dann 60% höhere, hier ist 30% höhere Wohnkapazität. Auch das wird helfen, aber jetzt, wo wir sozusagen hier in unseren letzten Zügen in Kapitel 2 sind, ist es eigentlich unnötig. Ich kriege die Dinge, die ich hier habe, alle locker unter und deshalb hat das für mich jetzt nicht so die hohe Priorität. Jo, ich würde sagen, Batteriestufe 2 wird denn sich noch anschließen, aber ja, hier wäre Algenfarm, Batterie und eben hier, na, wo, die wollen wir hier, das ist 35, 30, das sind, also da haben wir noch genug Forschung, an der Stelle ist es nicht weiter nötig. Lass uns mal hier zunächst mal kurz einen Blick auf die Arbeitskräfte, da wären wir auch mit den 40 noch hingekommen. Ich denke, ja, der war hier auch 5x5. Nochmal das Abhörzentrum hin, das ist natürlich dann schon wichtig. Es gibt zusätzliche Stabilität und dann sehen wir hier uns auch unsere Spezialisierung. Insofern ist das super. Nö, mehr bauen brauchen wir hier gerade nicht. Holen wir die Dinger. Oh, guck mal. Legierung haben wir auch hier wirklich mehr als reichlich, wenn ich das gerade mal so sehe. Ich würde vielleicht mal hier unten, weil hier könnte ich denn so ein bisschen auch finalere Sachen schon bauen mit den Häusern, auch die Legierung und die Lager, die werden hier eigentlich auch weggehen, weil sie da nicht hingehören. Jetzt sehe ich gerade noch so ein bisschen, doch die Werkstatt könnte ich auch schon umsetzen. Machen wir hier, die soll denn hier hin, denn ist sie da auch schon, wo sie mal hingehört. Guck mal, du bist ja hier noch gar nicht angeschlossen. Sowas. Wahrscheinlich habe ich gedacht, dass die hier zu zweit an der Straße hängen, aber da so, dem war nicht so. Naja, gut, Transport geht hier vorwärts. Die Arbeitskräfte haben wir gleich komplett da. Und Oisi geht danach auf Eis, was super ist. Weil, naja, so nach und nach geht das Eis auch runter. Das sollte ziemlich gut zusammenpassen. Da hat man noch ein bisschen Eisen gefunden und da werden dann hier die zwei Bergbauschiffe, na, die werden sich gleich hier voll auf das Eis stürzen. Aber gut, eigentlich auch soweit in Ordnung. Tja, naja, so die Lager hier, ne, den könnte ich denn eigentlich, ja, das war ja die Idee. Neues Nahrungslager, können wir aktivieren. Und den da eigentlich abbauen. Happy New Year! Jawohl, das passt. Na gut, der Jahreswechsel in echt ist ein paar Tage vorbei. Oh, jetzt haben wir hier schon ein paar Ernährungsprobleme. Aber das wird wieder nur. Ah, wobei, wir haben hier über 500. Das ist nicht erstaunlich. Der. Nein, stimmt ja nicht. Mein Speisesaal, 70 Einheiten, der könnte viel mehr versorgen. Das waren nur, weil die Leute wahrscheinlich wieder in einem ungünstigen Zyklus vielleicht eben hier kurz danach reingekommen sind. Also das ist irgendwie immer noch eine Geschichte, die ich so ein kleines bisschen durchaus als Bug ansehen würde, weil ich habe genug Nahrung, sowohl im Lager als auch im Speisesaal, aber weil die irgendwie gerade hier so in den Zyklus Bewirtungs, von dem Zyklus der Bewirtung reingeraten sind, stehen sie halt hier als und
bei ja, 13 Besatzungsmitgliedern hungern und das ist eigentlich Unsinn. Naja, ist aber glaube ich nicht schlimm, wenn das insgesamt passt und im nächsten Zyklus ist es dann in Ordnung, denn dann geht das schon gut. Aber hier kommen ja vielleicht noch ein paar dazu. Jo, dann kommen noch mal 15. Insofern würde ich, sieht man das aus, Sektor 1, nicht Arbeitskräfte, haben wir inzwischen kräftige Mengen bekommen. Dann machen wir mal hier 50 Nicht-Arbeitskräfte von Sektor 1 in Sektor 6. So, dann ist das eigentlich sicher, auch mit denen, die jetzt noch zusätzlich kommen, die sollten denn problemlos ernährt werden. Aber dann kann es eigentlich auch wieder sein, vielleicht zieht er hier Nahrung ab, weil er meint, die wäre nicht nötig und wenn die denn wieder ungünstig reinkommen, dann wird vielleicht das gleiche wieder passieren. Aber ja gut, ich kann es am Ende des Tages nicht ändern. Sollte schon passen. Arbeitskräfte sind hier in Ordnung. Und Wohnraum in Sektor 6, wenn hier noch 50 dazu kommen, das ist auch alles in Ordnung. Ich würde sagen, das sollte insgesamt gut gehen. So, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir haben die Arbeitskräfte, die Leute komplett von der Protagoras geholt und kriegen nochmal eine Nachricht. Die Protagoras wurde reaktiviert und ist betriebsbereit. Wie schön. So, jetzt haben wir auch die Etemenanki-Koordinaten oder naja, die Signatur bekommen. Lassen Sie im Angesicht der UNO-Superstruktur Vorsicht walten. Jojo. Naja, das werden wir uns dann angucken. Demnächst, wir sind bereit, ihr zu folgen und Remus zu erreichen. Alles klar, verlasse das System. Okay, das ist soweit in Ordnung. Haben wir hier nochmal irgendwelche Dinge bekommen? Nö, keine Aufgaben. War ich nicht so ganz sicher, aber dann ist das so. Dann kann auch Francis zur Tycoon zurückkehren. Dann machen wir doch nochmal eine kurze Bestandsaufnahme, wie es jetzt mit dem Transfer hier aussieht. Machen wir den erstmal aus. Der Transfer der Kryokapseln ist auch gleich durch. Die 80 nehmen wir noch mit. Dann haben wir insgesamt 960. Tja, naja, das wäre... Nee, du sollst ruhig primär auf Eisen danach gehen. Ist okay. Ist natürlich eine enorme Menge. 960, das ist aber gar nicht übel, weil wir wissen, wir haben ja... Oh, nein. Hier ist unser Lager. Wir haben insgesamt Platz für 990. Das heißt, das geht alles rein hier. Und naja, das führt aktuell eben zu die minus 1 in der, am oberen Ende der Liste, da mehr ungeöffnete Kryokapseln als Besatzung im Sektor vorhanden sind. Wir kriegen halt ein minus 1 und auch nur in diesem Sektor, weil das ja auch der einzige ist, wo wir Kryokapseln lagern. Aber wie schon mehrfach erwähnt, ich finde das viel zu einfach. Wir haben jetzt hier plus 3, das ist okay. Nach der ursprünglichen Regelung, wie das gewesen ist, mit den Mali durch die gelagerten, ungeöffneten Kryokapseln, da gab es ja 250 minus 1 Stabilität, also pro 250 Kapseln minus 1. Da hätten wir jetzt eben hier minus 3 und wir würden die, also statt minus 1, das wäre immer noch okay, aber das wäre mal gerade so an der Grenze. Und dazu kommt halt eben auch noch, dass eben diese minus 3, die hatten wir in der gesamten Station. Da gucken wir uns mal die anderen Sektoren an, wie es wäre. Wir würden dann eben jetzt hier minus 3 reingedrückt bekommen und naja, das wäre schon nicht so einfach. Da müsste man sich durchaus ein bisschen kümmern. Möglich wäre das natürlich durchaus. Ich würde hier direkt plus 1 durch ja eben das Zentrum für alternative Leben bekommen. Wird aber nicht reichen. Ich müsste dann noch ein bisschen erforschen. Machbar wäre das natürlich auch alles. Ich kann hier die Propaganda von plus 2 auf plus 3 erhöhen durch Erforschung und manche andere Dinge wären auch noch möglich, aber es ist schlicht und ergreifend nicht notwendig, weil es halt ein bisschen vereinfacht wurde. Naja. Aber gut, die Regeln sind jetzt halt mal so. Und wie gesagt, es tut ja auch nicht weh. Es macht die Sache nicht schwieriger, sondern eben einfacher. So, hier haben wir die Sachen auch aufgebaut bekommen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Dann würde ich an der Stelle... naja, wie sieht es denn aus? Wir sind bei plus 3. Naja, ich glaube, wenn ich erst jetzt hier auf Abfall oder irgendwelche anderen Dinge gehe, ist es schlicht und ergreifend nicht notwendig. Ich habe hier kaum was. Also lass mal ruhig auf Intensivpropaganda schalten. Dann sind wir hier bei plus 4 und bis denn hier irgendwas anderes relevant wird, haben wir...
ist der Timer hier abgelaufen und dann geht das auch. Wie sieht es aus mit unseren gelagerten Legierungen? Naja, da ist durchaus einiges hier da. Der hat den hier umgeswitcht, dann können wir hier also das nächste Nahrungslager auch reinziehen. Ist ja klasse. Und dann gucke ich mal hier ein bisschen, wie das hier so geplant war. Wartung, hier haben wir die kleine Batterie, die hier in die Ecke kommt. Perspektivisch, wir haben die Bevölkerung automatisch. Da sind hier zwei frei. Nummer 1, Nummer 2. So die Idee. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Auch das ist in Ordnung. Hier wird es perspektivisch mal einen Tempel geben. Aber das ist im Moment alles noch relativ unwichtig. Hier haben wir unser neues Legierungs- und Elektrolager. Und das wird das Abfalllager werden. Also einmal Legierung, einmal Legierung. Vielleicht ein bisschen zentraler. Irgendwann sind die Gebäude alle gebaut und dann ist es eigentlich nicht mehr wirklich relevant. Insofern könnte ich hier rein und hier wird Abfall reinkommen. Machen wir es doch erstmal so. Wobei, warum eigentlich nicht erstmal noch Legierung? Ein bisschen mehr zu lagern ist ja auch nicht verkehrt. Naja, dann kann er die hier alle mal so reinziehen. Die werden dann hier umgeswitcht. Oh, das sieht doch ordentlich aus. Reihenfolge ist an der Stelle eigentlich nicht wirklich wichtig. Ich überlege gerade, die werde ich hier natürlich auch noch bauen und hochziehen, aber wobei eigentlich ist es Wurst. Nee, es ist wirklich egal. Du wirst hier Nahrung. Das ist die Idee. Hier kriegen wir zwei dicke, fette Batterien irgendwann rein. Das ist der Platz, der dafür vorgesehen ist. Und wo haben wir es denn mit unserer Fusion? Mache ich mal Stopp, dass er dann nicht gleich anfängt. Also, Stopp. Naja, das ist doch schon gar nicht übel, was wir da hingekriegt haben. Jetzt meinetwegen an der Stelle auch noch ein kleines bisschen schneller machen. Wie sieht es denn gerade mit unseren Leuten aus? Naja, 70 haben wir zur Verfügung. Oder nein, insgesamt. Ich habe noch 33 zur Verfügung, nachdem die Sachen alle gebaut wurden. Die drei Lager, die ich jetzt hier gesetzt habe, aber gut, das ist ja umgeswitcht, die werden halt dann nichts fressen. Naja, der eine Abfall hier, der da hinkommt, naja. Ach ja, was hat er denn jetzt hier primär? Wo ist er gerade am Bauen? Den hier. Die Batterie. Ja, kann auch nicht schaden. Aber brauchen es nicht unbedingt ganz dringend, weil wir haben ja erstmal nicht direkt vor, uns hier groß herumzubewegen. Jetzt kann ich aber eigentlich auch die restliche Absammlung reinstellen, weil das Lager, was wir hier haben, ist nicht mehr so sehr voll. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Naja, dann kannst du ja meinetwegen noch ein kleines bisschen weiter bauen. Ich würde vielleicht mal platzierungstechnisch, weil das hier natürlich so vorgesehen ist. Komm mal her. So, die ganze untere Reihe, das wären 7 Algen. Nein, Pilzwände. So, 6 kriegen. 6 wollte ich sagen, kriege ich momentan hin. Mal erstmal noch abschalten. So. Weil allzu viel auf einmal ist dann vielleicht auch nicht gut. Die umgelegten Lager sozusagen auf die neue Position, das wollen wir hier schon haben. So, na gut, aber ich würde sagen, wir sind ja gut vorangekommen. Hier ist inzwischen alles abgebaut, außer eben das Eis. Und inzwischen haben wir hier auch gut Eis. Das sieht ordentlich aus. Inzwischen sollten denn die Hermes macht noch weiter Kohlenstoff und wird sich denn hinterher auch auf Eisen stürzen. Das Eisen ist mit Sicherheit hier die Hauptaufgabe, aber ja, man sieht schon, wer macht denn jetzt hier? Eusi macht Eis. Ja, das ist auch okay. Das reicht dann auch. Hermes wird Kohlenstoff machen und die anderen drei werden dann sich auf das Eisen konzentrieren, wenn denn hier der Bogen noch die letzten Kryokapseln reingeholt hat. Und ja, auch das wird hier natürlich nicht ewig gehen, also vor allem der Kohlenstoff. Und ich glaube, den
Eisentransfer, den werden wir dann auch mit 3 oder 4 Transportschiffen ziemlich schnell hier rüber bekommen. Dann können wir hier auch in der nächsten Folge noch ein kleines bisschen bauen von den Pilzfarmen zumindest, die hier vorgesehen sind. Und dann sind wir eigentlich so weit, würde ich sagen, und können sicherlich auch denn in der nächsten Folge, das sollte definitiv machbar sein, in das neue Kapitel gehen. Das werden wir dann sehen, wie weit wir da kommen. Sieht aber soweit ganz gut aus. Ich glaube, ich bin ganz ordentlich vorbereitet. Gefällt mir soweit ganz gut, wie das bis hierhin gelaufen ist. Ich hoffe, euch hat es soweit auch gefallen und vielleicht ein paar Ideen gegeben für euer Spiel. Das wünsche ich mir denn doch immer. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee von einem Let's Play. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.